Die Schüler der Bickeberg-Schule bilden sich schon vor dem Unterricht weiter. Jeden Tag lesen sie den Schwarzwälder Boten. Das war nicht immer so. Erst seit es hier an der Schule die Leseecke gibt, sind die Jugendlichen fleißige Zeitungsleser. Sorgen auch sie dafür, dass Schüler schon im jungen Alter an die Zeitung herangeführt werden. Nicht jedes Kind hat daheim einen Zugang zur Tageszeitung. Eine Tageszeitung mit einer bestimmten Qualität, die sowohl Weltgeschehen als auch lokales Geschehen und alles, was dazwischen ist, auch abbildet, das ist nicht unbedingt zugänglich für sie. Und für unsere Schülerinnen und Schüler ist das wichtig. Deshalb haben wir die Aktion Zeitungspate gegründet. Werden Sie Zeitungspate und spenden Sie ein Schwarzwälder Bote-Abo an eine Schule. Unterstützen sollte man solche Sachen eigentlich immer. Es geht hier eigentlich um die Zukunft der Kinder und Jugendlichen. Also geht es auch um unsere Zukunft. Als Sponsor kann man sagen, ich bringe es an Kinder und Jugendliche ran, die nicht unbedingt die Möglichkeit haben, eine Tageszeitung zu lesen. Und auch wenn sie älter werden, dass sie einfach auf dieses Medium Zeitung oder Zeitschrift zurückgreifen können. Also ich finde es gut, weil dass man halt auch sehen kann, was aktuell ist. Man kommt vielleicht daheim nicht so dazu in der Freizeit, weil man da eher vielleicht vom Fernseher sitzt oder am PC. Und da kann man sich dann hier damit auseinandersetzen und vielleicht auch in Gruppen zusammen das durcharbeiten oder so. Ja, also ich finde es eigentlich schon ganz gut, vor allem für die etwas Jüngeren, wo noch nicht so, also vielleicht so 5. bis 6. Klasse, weil für die ist es dann vielleicht ein bisschen besser, als wenn sie sowas im Fernsehen angucken oder die Nachrichten im Internet suchen, dann sind sie vielleicht zu viel mit Medien. Deswegen finde ich Zeitung für die schon besser. Der Pate steigert seine Medienpräsenz, indem er die Anzeige von uns bekommt in der Zeitung und auf dem Online-Portal und kann natürlich sein soziales Engagement ein bisschen herausstellen. Machen Sie mit, wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie für die Aktion Zeitungspate begeistern könnten.